Abend, hier ist wieder Bella TV 5. Heute zeige ich euch Schmetterlinge als Mobili für Fenster. Ein bestes Beispiel wie dies hier. Guckt euch das mal an. Na? Ich zeige euch jetzt mal, wie ein Schmetterling funktioniert. Könnt ihr gerne nachmachen mit Kindern. Den Spaß, das kann man schön an einem Fenster oder als Geschenk, Deko oder auf eine Karte, wie man gerne möchte. Ne? Und mit Kindern hat man riesen Spaß, die zu basteln. Heute zeige ich euch dann, wie ein Schmetterling geht und dann könnt ihr das gerne beliebig mal machen. So, ich habe schon mal zwei Schablonen fertig gemacht. Das sind meine Musterstücke. So. Erstmal zeichne ich den Schmetterling auf. So, dann haben wir ihn jetzt aufgezeichnet. Dann schneiden wir ihn aus. So, jetzt haben wir den Schmetterling ausgeschnitten, wie er sieht. Jetzt nehmen wir das schöne Papier. Na, also das kriegt man ja über im Bastelgeschäft, dieses Bastelpapier, also Bastelpappe. Dann legt man es hier drauf, dass das passend ist. Na? So, dann zeichnet man die Linie einfach ab, ein bisschen fester drücken. So, und für alle Anfänger, dann fixiert ihr euch das hier, macht ihr hier so einen kleinen Strich und dann klappt ihr das rüber. So, dann wisst ihr nämlich, wo ihr den Strich gemacht habt. Und geht den Linien parallel auf der anderen Seite weiter. So, dann schneiden wir das gute Stück aus, wo er die Linien gezogen hat.
So. Dann knickt ihr das wie ein Fächer. Also es sollte nicht dicker sein als wirklich ein 8 mm oder das allerhöchste ein Zentimeter. Dann macht ihr das bis zum Ende. Immer so ein bisschen schön aufpassen, dass ihr halt immer so ein bisschen gleichmäßig bleibt, ne? So, wie gesagt, wie so ein Fächer, ne? Dann die Mitte, dann nimmt er mal die Mitte, knickt es einmal. So, dann nimmt er Garn oder einen Bindfaden, was ihr gerade so habt, wickelt euch ein bisschen ab. Und dann wickelt ihr das hier einfach rum. Mehrmals. So, dann breitet ihr das ein bisschen aus. Da sieht er schon so ein kleiner Schmetterling. Dann habt ihr das ja ein bisschen ausgebreitet. So. Dann nimmt der Kleber einmal so in der Mitte, hier einmal so ein bisschen, immer so ein bisschen Punkte. So. Das hat. So. Dann lasst ihr es trocknen und die Schnur nicht abschneiden. Da könnt ihr 2, 3 Schmetterlinge dran machen. Verschiedene, wie viel ihr wollt, 4, 5, 6, wie ihr Lust habt. Na, aber es wird immer an diesem Band gemacht weiter. So, und so sieht dann der Schmetterling aus. Das sind die Musterstücke, dass ihr vielleicht, da könnt ihr, ich hoffe, ich habe euch geholfen und für eine schöne neue Idee.
Viel Spaß. Tschüss, eure Bella TV.